Genau, Leute, da sind wir beim nächsten Spiel. Und ich habe einen Dommer dabei. Servus. Und wir gucken uns heute an Monoblack Scam, also schon eine mehr Scam-lastigere Agro-Schiene als das Monoblack Agro, was ja eher fast schon Monoblack Midrange ist, gegen Four-Color Beans Control. Das kann ja spaßig werden, oh mein Gott. Ja, das wird vor allem, glaube ich, ein langwieriges Video mit langem Atem für uns alle. Dementsprechend freue ich mich drauf. Wir haben jetzt in letzter Zeit ja relativ kurze, so 10-15 Minuten Matches gehabt. Ich vermute mal, das wird ein bisschen länger dauern. Ich kriege jetzt schon Zahnschmerzen. Könnte doch nicht, ich weiß, wie teuer das ist. Petal Bowmaster. Boah, der Bowmaster frisst einen Force. Yo. Das ist ein Commitment. Yo. Four-Color Beans hier ohne Jorion. Das ist schon mal recht wichtig. Ist das ein Grief auf der Hand? Ich glaube, es ist ein Grief. Auf jeden Fall noch ein Bowmaster. Doughty. Doughty. Da könnte man. War das ein Bowmaster oder ein Grief? Ich dachte, das wäre ein Grief. Ich habe bis jetzt Bowmaster erkannt. Hm. Doughty wäre halt auch schon knusprig gewesen mit Grief. Hm. Nachher war es was ganz anderes. What the fuck? Ja, klar. Turn 3 She-Aldred, ne? Ja. Oder Turn 2. Turn 3 Grief. Oh. Turn 2 mit Petal. Deswegen ist es eine scammigere Agro-Liste als. Deswegen habe ich das anders benannt, wie jetzt das, was wir letzte Woche geguckt haben. Mit Monoblack Agro. Das hier ist Monoblack, what the fuck. Ja. Da müsste aber eine Karte nicht im Friedhof sein. Ja. Der. Das Fetchland. Das Fetchland nicht, im Friedhof. Kann bei Four-Color wichtig sein wegen Uru. Genau. Dann kommt ein Grief Pitch. Was? Warum so? Hä? Was? Hä? Was? Ja, und da sieht man den Grund, weswegen es wichtig ist. Ja. Dafug. Das, meine lieben Freunde, war Wii. Weil die kann man auch hardcasten. Vor allen Dingen hat er jetzt, glaube ich, keine Handkarten mehr. Nö, das ist der Secret Mode von Grief. Man kann den für 4 Mana tatsächlich casten. Das steht sogar oben rechts auf der Karte. Ja, ja, das steht bei Forceful auch und niemand benutzt es. Das stimmt nicht, habe ich schon öfters gesehen und gemacht. Vergessen. Da kommt der Double Fetch auf Duel und Duel. Und dann, ja, nee, man geht hier auf Duel, Duel. Was? What? Was? Und vor allem, warum dieses Basic? Es hilft null beim Evolven von Uro. Es macht kein Grün. Es ist weird. Das ist wirklich eine interessante Entscheidung. Ja. War es so gut wie Grief zu Double Pitchen? Ja, lassen wir das. Ja, passiert. So, dann castet man jetzt den Uro. Uro sagt, man darf eine Karte ziehen und ein Landspiel bringen, kriegt 3 Leben. Da ist ein Brainstorm. Ja, da geht der, dann wird da gewastelandet. Dann ist man von Ressourcen sehr, sehr, sehr weit hinten. Und ich glaube, es ist ein Life from the Loam auf der Hand noch von Buckbeans. Der hätte da jetzt. Das sieht nach einem Reanimate aus. Der hätte da einfach einen Grief liegen. Ja. Reanimate auf den Bowmaster. Nee, auf den Grief. Auf den Grief. Du nimmst den Brainstorm. Ja, hundertprozentig den Brainstorm. Die Länder raussuchen, auch wenn da ein Land drin ist, was nicht hätte drin sein dürfen, weil es illegal reingecheatet wurde, muss der Brainstorm weg. Ja. Wurde auch so gemacht, okay. Ein Land macht Uro. Das ist korrekt. Also das Richtige so oder eins, was man fetcht? Ja, da wäre jetzt halt ein Land weniger bei. Ja, das ist bisher nicht so relevant. Nee, der Friedhof ist ja dicke voll. Also. Genau. Dann für 2. 2, 3. Es könnte natürlich sein, dass man vorher gefetcht hat. Nee, es war ja auf einem Tag. Es war ja nicht mal irgendwie, bevor der ins Spiel kommt oder so. Ja. Da war ein. Wie heißt das Wunderschöne, was da gerade auf Sanctuary. Mystic Sanctuary, richtig. Also spielt er gerade Lands. Im Endeffekt spielt er wunderschöne Band-Lens-Dinge.
Dem muss auf jeden Fall das Grüne da. Genau. Dieses Duel hätte ich mir von Anfang an mit rausgesucht. Mhm. Weiß nicht, ich gehe nicht davon aus, dass wenn der Engine 2 im Deck ist, dass da Wastelands drin rumfliegen. Nee, da sind Wastelands drin. Echt? Aber das ist genau das Problem. Hätte er nämlich ein Wasteland gefunden, hätte er die Grünquelle weggemacht, dann wäre halt das Life Malome halt absolut nutzlos gewesen. Ja. Sehen, das Fetch war ein absolutes Fail-Fetch. Oh, und die St. Catherine ist weg. Ja, passiert. Passiert. Man hat den dicken Boy. Ja, ne? Uru macht jetzt das, was Uru macht. Ja. So. So. Brainstorm, den St. Green Länder. Aragorn. Dann kriegt man 3 Leben, geht man auf 19, zieht eine Karte, darf ein Land spielen, hat noch ein Wasteland oder ein Fetchland. Ist auch schon ein Land gespielt. Nö. In festen Überzeugung, man hat hier einfach einen Landdrop gemisst. Nee, du musst ein Land gespielt haben, damit du die 4 Länder hast. Nö, die 4 Länder hast du letzte Runde gehabt. Oh. Wie viele Länder hast du letzte Runde gehabt? Du hast letzte Runde für 3 auf 3 gelohnt und dann, ja. Ja, für 2 gelohnt und 1 draufgelegt. Also da wurde einfach ein Landdrop gemisst. Ja, wie man sieht, auch in Legacy der Königsdisziplin gibt es tatsächlich immer wieder kleinere Hiccups. Terminus gezogen. Da ist die vierte Farbe. Da ist ein. Ja, hier muss man nicht weiter evolven. Ja, ja, ich würde hier einfach nicht weiter evolven. Ich würde einfach Go sagen. Der Uro gewinnt hier einfach. Wasteland zurück. Okay, wurde vergessen. Ich meine, es ist nicht so relevant, aber man hätte es zumindest machen müssen. Ja. Meiner Meinung nach. Man hätte dort Weiß-Grüne nehmen können oder das Rot-Blaue. Er hat irgendeins. Ich meine, er hätte es zurück auf die Hand bekommen, klar. Aber es ist immer noch besser, wenn es im Feld ist. Doughty. Der ist gut. Ja. Aber ich glaube, ziemlich irrelevant. Der löst keine Probleme, weil er nicht blockt. Oh. Dann könnt ihr fast schon das Swords nehmen. Ich glaube, das wird auch... Ja. Ja. Und dann nächste Runde, was immer dein Weg ist, weg ist worden mit Uro für 6. Stell mal vor, der hätte die beiden Grief nicht gepitcht, da hätte der da jetzt 2 liegen. Ja, aber das hätte trotzdem den Uro nicht geraced. Never ever. Die hätten ja schon viel früher gelegen. Was zur Hölle, warum wurde jetzt ein Ding was? Warum wurde der jetzt geswordet? Man hätte doch einfach den Gegner was tun lassen können. Er hätte ja mit dem Doughty ruhig angreifen können, das wäre ja scheißegal gewesen. Man hätte lieber die Kreatur, die blocken kann, geswordet. Okay, wer greift sowieso an? Never mind. Blocken ist für Marvs. Genau, an dieser Stelle, apropos Marvs. Einmal vielen, vielen Dank an meine Patrons. Das war eine sehr, sehr kurze Werbeeinblendung. Und wenn euch das interessiert, könnt ihr dort mal gerne unten in der Videobeschreibung schauen. Ab 3 Euro könnt ihr mich unterstützen. Vielen Dank dafür. Dann Sideboard. Leylines. Leylines. Das ist ein Wasteland. Ah, die hat er drin. Okay. Nee, er hat, glaube ich, ganz viele verschiedene drin. Er hat auch das normale drin, er hat einen Newballer drin. Und ich glaube, aktuell hat er sogar jetzt einen Fallout Wasteland drin. Ja, also einmal quer durch die. Einmal richtig hart Mismatch. Richtig eklig. Aber das ist eine persönliche Meinung. mein Co-Host macht das ja auch so mit fast allen seinen Karten. Wenn ich dem seine Lightning Bolts sehe, möchte ich einfach nur brechen. Oder Counterspells. Krise. Ich mach das nur bei Home Tutorial und da doch nur, weil so hübsch sein. Ja. Und da doch nur, wenn ich Blazard spiele. Ja. Ich bin gerade am Überlegen, bei Scam, der hat keine Beanstalks gesehen. Das heißt, selbst wenn der Feed the Swarm drin hätte, weiß ich noch nicht mal, ob er sie reingebohrt hätte. Nee, glaube ich nicht. Was er reingebohrt haben könnte, wäre Gravejot Hate. Ja. Aber da ist eben die Frage, ob es Leyline ist, ob es Surgical ist. Welchen Gravejot Hate? Das ist halt die große Frage. Da gibt es ja viel. Mhm. Weil das die Doughties. Ja, kann man sich auf die zu verlassen gegen so ein Deck. Ja. Auf der anderen Seite, Forkala Beans, hat es überhaupt was das Deck rausnehmen möchte? Hast du überhaupt was du reinnehmen möchtest? Ich kenne das Sideboard gerade nicht. Also,
Es ist halt einfach ein Blue Blast, Red Blast, Leyline of the Void, nee, nicht Leyline, Surgical, die könnte man reinbohren. Ja, könnte Surgical bohren, das war's. Haufen, das macht's halt weird. Je nachdem, wenn du Endings drin hast, kannst du die ein bisschen cutten. Ich glaube, da sind keine Endings drin, da sind nur Leyline-Bindings drin, was einfach die besseren Swords, Endings sind. Swords und Leyline-Binding. Ah, da ist noch ein Four Aerogas. Ja. Aerolingas oder Fourth Aerolingas. Ja. Die Frage, ob man das jetzt slappt. Tot! Für einen? Ja. Kann man machen. Weiß nicht. Also für zwei oder drei. Ja. Ach, da wird jetzt dran gedacht. Ja. Ja, ja, ja. Immerhin. So, Fourth Aerolingas, dann für Schmalgeballer. Nee, Leyline-Binding. Mhm. Gut. Aber. Ja, der wird wahrscheinlich. Hätte man auch einfach den Swamp von der Hand spielen können, den Forest von der Hand spielen können, für drei spielen können, oder? Mhm. Und als Ganze auch als Instant. Ja. Dann hätte man weder das Fetchland verloren, noch irgendwas anderes. Man hätte trotzdem zum Gegnerzug machen können. Oh, es ist halt einfach Flash, ist einfach weird auf der Karte. Und man hätte vielleicht sogar den One Ring nehmen können. Ja, klar. ist voll gut. St. Catherine. Oh ja, stimmt. Hier, Veil of Summer. Veil of Summer ist eine gute Karte. Stimmt, ja, gegen schwarzes Deck ist das eine gute Karte. Oh Gott. St. Catherine muss nach oben. Ja, die muss noch ganz, ganz oben. Dann hast du die drin, der hat eh gerade Schutz. Und dann danach gehst du dem so richtig schön einen in die Rippen reinhauen. Sie wird nicht weggelegt. Spannend. What? Wirklich spannend. Es sind sehr, 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 sehr spannende Entscheidungen hier überall. Mhm. Links und rechts. Da ist der Forest. Da hätte man, was will man jetzt mit den Firmen da spielen? Warum hat er die nicht oben hingelegt? Ich verstehe es auch nicht. Will der jetzt das 4 Euro Lingas spielen? Vielleicht will man einfach länger in den Kontrollhaufen bleiben. Das macht aber jetzt. Ja, mit einem One Ring im Feld gehst du halt eigentlich nicht in den Kontrollhaufen. Weil jetzt gehst du ja eigentlich. Ja, Tap, Draw. Mehr, ja, mehr Auswahl. Ja, jetzt sind da zwei Wastelands. Das heißt, du guckst gleich auch noch so richtig in die Röhre. Ja, Shingling Ding Dong. Wenn der dich jetzt runtercuttet auf zwei Farben. Reanimate Troll. Lol. Schwing. Das tut wir. Ja. Boah, jetzt muss der aber auch langsam aufpassen, dass der sich nicht da selber so ganz gut wehtut, ne? Der wird gedritcht. Von dem ersten Draw. Das hättest du lieber im Brainstorm gesehen. Ja, okay, dann zwei Karten ziehen, zwei oben drauflegen. Jetzt wird's ja ganz weirder Shit gemacht. Jetzt hat er ein zweites Aerolingas. Hat er jetzt ein Land gepackt? Nee, das ist. Okay, jetzt liegt die Dings oben drauf. Hättest du eben schon haben können. Ja. Was mit dem Mana nämlich effektiv nichts gemacht. Ja, kommt der jetzt vielleicht noch? Das ist ein Path to Exile. Spannend. Lange nicht gesehen, die Karte. Mehr Removal, ne? Dann hat der Troll sogar zwei Länder gesucht. Ein Doughty auch noch. Der kann die St. Catherine abschalten. Ja, tut er auch. Jetzt nicht mehr. Nö. Oder? Ja, okay, du hast nichts, was sie tot blockt. Ja, mit geopfert. Ich würde da so hard Wasteland drauf ploppen. Warum hat er jetzt ein farbloses bezahlt? Das verstehe ich auch nicht. Achso, ich glaube, der dachte gerade, er könnte den Troll nochmal cyclen, wenn er stirbt. Ja, ja. So. Aha. Man kann trotzdem jetzt Wastelanden. Beide Länder wegknallen und dann gib ihm. Ja, dann ist die Frage, nimmst du beides? Weiß, weiß. Das ist ja nur ein Weiß. Ist nur ein Weiß, St. Catherine, dann wird er wahrscheinlich darauf. Ja! Deswegen, also Weiß muss jetzt Weiß und Rot raus. Bam, bam.
Ich verstehe auch nicht, weswegen der so auf seinen Wastelands rumgluckst. Ja, der Klassiker. Wasteland ist eine gute Karte, warum soll ich sie jetzt benutzen? Das macht ja Mana. Wastelands sind dafür da, Wasteland um Rot. In den Friedhof zu gehen. So, und jetzt Weiß. Weiß muss halt so weggeknallt werden. Und jetzt, dann hätte man das zweite Wasteland auch direkt knallen müssen. Ja. Ja, dann kommt jetzt die Saint Catherine. Die spielt man auch. Bam. Die ist halt hart. Die tut halt sehr, sehr schnell ausmachen, gerade mit dem One Ring. Ja, der zwackt dir jede Runde ein Leben. Die ja, eins, hat fünf, zwei schon. Fünf Lifelink. Zwei, stimmt. Mit dem Lifelink zu raisen ist halt schwierig. Wenn da jetzt eine Shelly oder sowas kommt, ist es echt hart. Das wird schon wehtun. Also, ja. Wenn du dir überlegst, du hättest halt einfach ein Wasteland mehr gebrauchen können und dann wärst du da problemlos. Wenn es halt unangenehm, Wasteland zu gebrauchen, wenn der Gegner halt Life Melon hat. Auf der anderen Seite ist es halt egal, weil, hier wurde auch schon wieder vergessen, dass das Wasteland die Karte, das rote Land, nicht in den Friedhof legt. Ja. Da wurde jetzt dran gedacht. Jawoll! Als ob sie uns zuhören würden. Ja, jetzt die Weiße. Das Weiß ist halt so ein Schwachsinn. Ja, ja, das ist jetzt halt. Das ist halt einfach, ja. Dann Swords to Plowshares auf ihn. Ja. Dann kriegst du drei Leben. Ja. Auf den Stack. Alles auf dem Stack, damit die Karte weggeht. Ja. Und dann wird das Land zerstört. So. Es geht dann in den Friedhof. Dann wird das Land zerstört. Dann haben wir ganz viele getappte Länder. Enter 2 Damage. Dann ist der Doughty weg. Die Karten lässt du bitte da liegen, weil wenn was anderes ins Exile geht, musst du wissen, welche Karten eine Marke haben. Ja, wenn dann Doughty kommt. Ja, das ist halt, Doughtys sind eine ganz weirde Interaktion. Modern Horizons 2, dankeschön. Modern Horizons 3 wird nicht besser, glaube ich. Ich habe auch im Gefühl, das wird so eine richtige Shitshow. Da ist eine Engine Doom und da ist eine Shelly auf der Hand. Shelly und Baumaster, glaube ich. Boah. Oh nee, Shelly und Doughty. Also da hätte er wenigstens konsequent sein können und hätte die ganzen Swamps auch noch unterschiedlich machen können. Ja, das ist richtig. Dann alle Shellys, eine Baumaster. Dann haben wir noch so ein hässliches Deck in der Meta. Doch, Neo. Das ist ein Dark Rid. Ich wollte gerade sagen, das ist ein Searchful Dark Rid aus Warhammer. Ja. Drei schwarze Mana. Sechs Mana. Troll Hardcast. Oh, das wäre, glaube ich, das Schlechteste, was du tun kannst. Wandering? Okay, warum hast du dann jetzt noch die drei schwarzen Mana im Pool? Zieht eine Karte. Trigger zieht, ja, nee, Trigger zieht noch keine Karte. Dann spielt man noch die Shelly. Und dann zieht man eine Karte. Und darauf kannst du. Ja. Wenn du willst, reagieren. Gut. Weirde Interaktionen, die hier passieren. Oh ja. Paddle, gute Karte. Ja, okay, Wandering und She Aldred sind halt beste Freunde. Beste Freunde. Wirklich beste Freunde. Und ein Stalker. Stalker triggert. Der triggert. Der triggert. Nee, tut er nicht. Braucht er nicht. Ich kann die Kommentare schon unter dem Video sehen. Aber es ist halt das Schöne. Also es ist ja, es ist FNM. Man sieht halt einfach, es ist ein Ding. Auf Competitive solltest du solche Spielmoves halt nicht machen. Der Gegner nimmt dich halt gnadenlos auseinander. Yep. Gut, dann den. Angreifen lohnt nicht. Beanstalks. Jetzt kommt die Karte, die Sheol wird so richtig hässlich ja, macht. Dann nochmal 2 Damage. Wenn da dran gedacht wird. Bin mir nicht sicher. Oh, man kriegt keine 2 Damage. Weil nee, man sieht keine Karte. Genau, Dredge ist kein Damage. Dann kriegt man 1 Damage. Ist meine Karte. Kriegt 2 Leben. Ja, ist so gut. Ah, Ring ist so gut. Ring so gut. Das ist, glaube ich, sogar noch einer auf der Hand. Aber man darf halt auch das Solitude nicht vergessen. Solitude of 4 Color Beans. Genau, Tap. Mhm. Ja, damit darauf jetzt reagiert und Solitude gemacht. Und dann kriegst du halt keine 2 Leben, sondern 4 Leben.
Jupp, und jetzt ist das mit dem extra. Das Spannende ist, man zieht ja vorher noch eine Karte. Mal gucken, ob das richtig gemacht wird. Weil der Beans zieht eine Karte, man kriegt noch 2 Damage. Ah, ja, stimmt. Beans zieht eine Karte durch Solitude. Und da kriegt man auf jeden Fall noch 2 Damage. Jawohl. Perfekt. Wie es sich gehört. Wie es im Buche steht. Wenigstens das funktioniert. Nee, funktioniert alles. Ist großartig. So. So, jetzt hat man den Ring, der Stalactite hätte. Der kann Menace nicht geblockt werden. Der kann Menace nicht geblockt werden und wären 2 Zweier. Ja. Dorothy, jetzt wäre es halt wichtig zu wissen, welche Karten halt eine Dorothy. Richtig. Aber das ist ein Swords Deploy auf der Hand, also kann auch gut sein, dass es nicht so relevant ist. Das wären 2 Schaden. Ja. Der Stalactite Stalker triggert nur bei Friedhof, richtig? Wenn eine Permanente bei dir in deiner Runde von irgendwo in den Friedhof gegangen ist. Gut, das heißt, die Sheoldred zu exilen triggert ihn nicht. Es geht auch nur um Permanente. Ist auch ganz bitter, Damage. Weil du dann gegen so Scam-Zeug, die den Spielen halt auch die Leyline spielen kannst und dann, passiert da nicht mehr viel bei dem Deck. Ja, das stimmt. Ja, neuer Runring. One Ring zieht wieder eine Karte. Wieder Schutz. Wer zieht hier Karten? Dieser eine Ring, weißt du? Dieser eine, den man 4-mal spielt. Ja, dieser eine Ring, der 4-mal gespielt wird. Mhm. Der wäre halt so viel einfacher zu handeln, wenn der Spieler die Marken bekommen würde. Ja, wenn der Spieler die Marken bekommen würde, wäre der wirklich schlecht. So ist der halt dumm. Ja. Wirklich dumm. Auf der anderen Seite würde es auch bedeuten, dass du den zweiten oder dritten, den du nachspielst, einfach direkt für 3 tappen könntest. Das wäre auch nicht gerade gut. Dementsprechend spannende Situation. Mhm. Ja, das ist ein Reanimate. Reanimate könnte jetzt natürlich ein Ding bringen. Reanimate, das Solitude wäre halt, glaube ich, wirklich gut. Und dann die St. Catherine weg und dann. Ist nur Surgical. Surgical, okay. Dafür bezahlt man nicht das Mana, sondern nimmt den Schaden. Ist auch interessant. Ja, alternative Casting-Kosten sind halt so. Man Solitude oder Swords? Ne, Beanstalks? Beanstalks? Ich hab die gewartet, Beanstalks bis die nicht gut. Vom Holz hätte. Nee, vor allem Beanstalks ist halt wirklich nicht gut, die zu nehmen. Eine ist schon weg. Eine ist am Feld, eine ist im Friedhof. Mhm. Und man interessiert sich ja viel mehr für den Removal. Man ist ja das aggressive Deck. Und ob der Gegner jetzt 2 Karten mehr zieht oder nicht, ist eigentlich fast schon irrelevant. Aber wenn der halt 2 hat und einen Force, ne, dann kotzt du halt schon. Ja, das ist unangenehm. Aber es ist immer noch besser, wie wenn der Gegner halt 2 Swords mehr hat. Oder in diesem Fall 3 Swords mehr hat. Oder die Solitudes. Aber ich weiß nicht, wie viele Solitudes ist. Ich glaube nur 2. Ja, das wäre noch schlechter gewesen, glaube ich. Ich glaube auch. Ich bin mir gerade nicht sicher, wie viele Solitudes noch drin sind. Ja, spannend. Sind wir eigentlich jetzt immer noch in Game 2? Wir sind in Game 2. Fühlt sich an wie Game 3. Nee, wir sind in Game 2. Da ist noch ein Land. Man hat keine 3 Inseln. Das ist natürlich bitter. Sankiri macht nix. Ja, macht nix. Man kann es ja trotzdem mal machen. Probieren kann man. Swords den Doughty, damit ist es wieder irrelevant. Der geht bitte ins Exile. Der geht ins Exile. Und man geht auf 18 Leben hoch. Jawohl, Exile. Als ob sie uns hören können. Es ist so großartig. Life from the Loam. Kannst du das Wasteland nehmen und zielst das ab auf den. Der Wasteland, es wurde ja schon Land gespielt. Ah, stimmt, ja. Geht auf die Hand. Okay. Ja. Geht es auf die Hand. Jetzt nur die Ancient Tomb als Ziel. Ja. Verliert mein Leben. Gute 17 Damage. Dann der Draw. Was war das denn? Es sind so viele Handkarten bei dem Mono-Black-Spieler. Das ist halt schlecht für den Beans-Spieler. Ja. Da. Sheldred? Shelly! Shelly. Und da sind nur 2 Länder auf der Hand. Oh, was sind der Kotzen? Tap. Zieht man 2 Karten, kriegt 4 Leben, geht auf 19. Das hat sich sehr hart gedreht. Ja, das ist jetzt gerade, du denkst, du kannst Karten ziehen? Nein, kannst du nicht. Deswegen, also Monoblacks Scam, zumindest auch Monoblack Aggro, alles was Shelly, Bowmaster und so weiter spielt, ist aktuell in der Meta eigentlich auch ziemlich gut vertreten, weil es halt gerade diese
dicken Midrange-Kreaturen plus eben das Scam-Package plus eben Baumaß und so weiter einfach so gut benutzen kann, um eben dieses ganze Beans aufzuhalten. Ja, sie geht in den Friedhof, dann triggert sie und darauf könnte man sie jetzt surgical. Yes. Tut man nicht. Gut. Dann gehen die obersten 6 Karten plus sie weg. Dann wird einmal gemischt. Eine Karte, die mittlerweile auf Magic Online ist. Ach, stimmt, das ist eine Warhammer-Karte. Deswegen wurde die online noch nie wirklich gespielt. Dann darfst du abheben, wenn du möchtest. Das sollte man dabei immer tun. Ja, und dann hat man die ganz nach oben gelegt. Ja, das ist so der Klassiker. Genau, und die kann man halt aus dem Friedhof surgicalen, weil sie im Friedhof triggert. Ja, und beziehungsweise, dann, wenn dann noch die Karten exiliert. Ja. Ja, okay. Die Karten werden noch exiliert. Nee, werden nicht mehr. Am Anfang war das so. Jetzt werden sie es nicht mehr. Am Anfang war es so, mittlerweile nicht mehr. Ach stimmt, da war was, ne? Genau, ja. Weil du halt die Kosten, Teile der Kosten sind unter anderem die Exilen und sie zu exilen. Und sie kannst du nicht mehr exilen. Ah, okay, weil drauf steht, du musst die 6 Karten und sie exilen. Und genau. Ah. Und da du nicht beide Kosten bezahlen kannst, ist es nicht mehr so. Am Anfang war es anders. Ja, hatte ich nämlich auch noch so im Kopf. Genau. So, Stalactite Stalker haut für 1. Enter. Wir haben auch schon wieder 2 Schaden, auch schon wieder einen Schaden mehr. Ich glaube, mittlerweile sind dann auch schon 2 Schaden, die Waffe. 2 oder 3, ja. 2, die Waffe ist fad. Man könnte halt dredgen, aber dredge ist doch nicht gut. Oh, St. Gerene lag sogar oben. Oh, was wird der sich freuen? Warum dredgest du? Ja, das würde ich auch nicht dredgen. Das würde ich niemals dredgen. Du hast nichts auf der im Friedhof, was, also kein Land, was im Friedhof, was du haben willst. Es könnte halt ein Uro gedredged werden. Du hast, eine St. Catherine da oben drin. Ja, dann hast du halt auch nicht genug Karten. Ich glaube, hier wird einfach gerade realisiert, dass hier nicht genug Inseln sind und dass es einfach bad war. Genau, man kriegt auch keinen Damage, das ist der Vorteil. Und so Shelly macht hier keinen Damage. Aber ja, nicht hier, das hätte ich auch niemals gedredged. Ist halt interessant. Also ich hoffe, dass normalerweise sind sowohl Tim als auch Tobias sehr große Gucker dieses Channels und werden bestimmt, ähnlich wie Steffen das auch immer macht, uns ihre Gedanken und ihre Wege und ihre Kommentare unten in den Kommentaren segnen. Vielen Dank dafür schon mal. Genau, dann Surgical des Wasteland. Aber wenn man das Surgical hatte, dann hätte man doch die St. Catherine Surgical können. Ja, wenn man das weiß. Ah ja, wenn man die Interaktion kennt, dass man sie aus dem Friedhof wegsagen kann. Yep. Ja, klar. Dann hätte man sich das nämlich alles erspart. Ich glaube, jetzt geht sie auch. Ja, sie geht gerade. Da ist die St. Catherine. Ist da noch was anderes drin? Ich glaube nämlich, da ist nur noch der rote Zauber drin und wie heißt da, der den Friedhof wieder unter das Deck legt? Endurance. Achso, Endurance, ja. Ich glaub, Endurance das, hat man gesehen, ja. Eben mal durchgehen. Ach, ich glaube, das sind die einzelnen Kreaturen, die noch drin sind. Ah, Uro ist noch. Oder hat man die auch? Nee, die hat man noch nicht gesurgicalt. Ja. Ja, auf jeden Fall kriegt man hier jetzt erstmal Leben. Verliert Leben, Entschuldigung. Nee, man kriegt auch wieder Leben. Zwei Stück. Ja. Und dann kann man sich proxymäßig 6 Leben machen. Ja. Das ist halt gut. Welches Deck zieht jetzt Karten? Ja, genau. Du bist doch dieses Beanstalks, ich zieh Kartendeck, oder? Und dann kommt man jetzt auf 25 Leben. Ja, 25 Leben ist halt so, so überkrass. Alter. Da ist ein Baumaster auf der Hand. Das ist halt so gut. Aber das ist halt normalerweise der Moment, wo du halt als Control-Spieler concedest, damit du Zeit sparst. Ja. Also das Schlimmste, was halt passiert, also selbst in der bestmöglichen Situation kannst du diese 7 Handkarten nicht mehr schlagen. Mit einem One Ring und einer Shelly nicht schlagen. Das Beste, was er jetzt haben kann, ist ein Terminus. Ja, und der macht halt nicht viel. Nee, dann hast du ein Problem weg. Okay, der One Ring grindet ihn langsam runter. Darauf könntest du hoffen. Ja, du ziehst ja wieder 4 Karten. Bist halt instant wieder bei Mana. Plus Karten, plus Dark Reds, plus alles. Deswegen, also das normalerweise, wenn man jetzt auf Magic Online wäre, ist die Strategie vollkommen richtig. Du lässt den Gegner spielen, der Gegner wird langsamer spielen, weil er angreifen muss, weil er tappen muss und so weiter und so fort. Aber in Paper hätte ich das lang konzidiert. Ja. So, mal sehen, ob gleich an den Stalker gedacht wird, weil da sind jetzt schon 2 Permanente in den Friedhof gegangen. Mhm. Ansonsten hat man nämlich jetzt schon einen ganzen Arsch voll Länder liegen lassen. Und nicht mehr so viele Karten in diesem Deck drin. In beiden nicht. Ja, stimmt.
Also Deckout ist auch eine Option bei beiden. Ja. So. Und dann ist, wie gesagt, Bowmasters noch da. Es ist so viel auf der Hand. Es ist so viel, was man machen kann. Landdrop bin ich mir gerade nicht mal mehr sicher, ob überhaupt schon gemacht wurde. Ich glaube, da wurde das Fetchland gelegt. Oh ja, stimmt. Das kann sein. Bin ich mir sogar gerade ziemlich sicher. Go und man vergisst schon wieder den Stalker. Das heißt, man hat jetzt sogar dann 2 Schaden pro Runde liegen lassen. Ja. Und wieder dredgen dann. Das heißt, Uros sind noch drin. Das heißt, man macht halt gerade den, ich ziehe keine Karte, verliere keine Leben und gehe dann auf die Uro-Suche Weg. Ja, okay, ansonsten wäre der auch schon längst fast tot, ne? Also er wäre eigentlich schon tot, weil der hat schon zweimal gedredged, anstatt Leben zu verlieren und da kommt ein Bowmaster und dann ist rum. Das ist rum. Gut. Game 3, das ging schnell. Ich musste ein bisschen mal schneller, weil, Spoiler, diese beiden Leute sind in die Overtime gekommen. Normalerweise nehme ich ja wenig Gameplay, das in die Overtime kommt, weil es eben sehr langwierig ist. Und die wenigsten Leute werden jetzt noch zuschauen. Das muss man eins auch sagen, wie es ist. Ich hoffe, ihr seid trotzdem noch dabei. Wenn wir Game 3 uns anschauen, ist vom Start her schon mal, ja, Mystic Sanctuary ist, glaube ich, das schlechteste Land, das du haben kannst. Ja. Aber man muss es halt im Deck spielen. Es ist halt gut in dem Deck. Ja, ja, aber der Start mit Mystic Sanctuary ist halt schon echt. Oh, Beans. Der ist richtig heulig. Beans ist gut. Ja. Es ist die Frage, was bei Scam kommt. Ich wusste, hab gerade gar nicht gesehen bei Beans, ob irgendwie Force oder so war, glaube ich, auf der Hand. Ich glaube, ja. Heißt, der Reanimate auf den Troll wird schlecht? Man kann es trotzdem probieren. Ja, kannst du ja vorher immer noch discarden, ne? Das Deck ist schwarz und hat potenziell discarden. Nee, ist kein Force. Okay, dann kannst du aber einen Doughty versuchen. Doughty ist auf jeden Fall gut. Ja, Doughty hält dir was vom Hals, aber ich glaube, da ist auch schon Removal, von daher. Grün-Weiß, Blau. Das heißt, man hat auf jeden Fall, wenn man den Rot... Blauen sucht einen 2-Mana Leyline Binding. Ja. Das ist schon ziemlich gut. Ja. Aber ja. Shuffle Draw, Draw einen Endurance. Ist nicht unbedingt das, was du gerade haben willst. Aber man hat einen Landdrop schon gemacht, dementsprechend ist das okay. Witzig, mit einem Endurance kann man nicht Deckout gehen. Mit einem? Du kannst ja den Evoke-Trigger so stacken, dass der erst gesackt wird und dann der Effekt von dem ETB rankommt. Ja, das ist richtig. Du gehst halt irgendwann out of green cards. Ja, okay. Oder du hast... Ja, okay, mit das den, da drunter, deswegen... Das passiert. Man könnte jetzt halt noch fetchen und den Ding spielen. Oh, Wasteland. Wasteland kann problematisch werden, wenn jetzt ab das Wasteland gefeuert wird. Trollcycle. Swamp. Ja, wenn jetzt auf die Savannah. Genau, Savannah fliegt, dann das Wasteland. Wenn man clever ist, warten wir auf den Fetch. Jo, das wäre smart. Aber dafür müsste man es auch wissen. Genau, Doughty, dann Fetch und auf den Fetch Wasteland. Ja, weil dann hat er nicht die Mana für den Ding, genau. Genau. Ich meine, es ist jetzt irrelevant, weil er es nicht spielt, aber es wäre wichtig tatsächlich. Ja. Auf dem Patch Wasteland. Es würde auch dafür sorgen, dass er jetzt gerade ein Blau-Weiß. Was müsste er denn dann holen? Blau-Weiß oder Blau-Grün? Blau-Weiß, oder? Er braucht Weiß. Ja, dann müsste er anders fetchen. Ja. Das ist ein Uro. Das ist auf jeden Fall. Da ist ein St. Catherine. Oh, die ist so übel. Man könnte jetzt auch Wasteland, also es gibt an dieser Situation keinen Grund. Nicht Weiß zu Wasteland. Vor allen Dingen, weil man. Nicht zu Wasteland. Weil man eben schon das Problem hatte. Oh, er hat zumindest an den Stalker gedacht. Die ist cool, die Karte. Die Banishing, Exiled für ein weißes. Eine Karte. Kostet mal 6 Mana. Ach, das war. Miracle ja. Und ja, es ist eine Menge Miracle Spells da drin. Würde ich wahrscheinlich sogar einen Jace spielen, nur für mehr Brainstorms. Stimmt, ja. Und der triggert nicht. Da kommt der Uro. Boah. Uro kriegt 3 Leben. Gibt man auf. Was? Egal. Ich bin mir nicht sicher, ob das richtig Leben gezogen hat. Dann Wasteland. Ja.
Und dann geht er auf den Friedhof. So. Ja. Also Wasteland ist Wasteland. Wasteland darauf wastelandet man das Weiße. Das Weiße. 100%iges Weiß. Aber das hätte man halt, wie gesagt, schon viel früher machen müssen. Wasteland ist keine Mana-Ressource, auch wenn ganz, ganz viele Leute drüber nachdenken, dass es so wäre. Das ist ein Surgical für Wasteland. Das hätte ich in der Drawstep gemacht. Ja. Also auch so ein kleiner Trick, den man sagen kann. Es sind Mini-Prozente, die man damit macht. Aber man könnte Wasteland ziehen. Und wenn man Wasteland zieht, dann wäre es schlecht. Und dann hätte man noch einen Discard dabei bekommen. Ja, und man hat halt mehr Informationen. Ja. Also so oder weil so. Weil man weiß, den er gezogen hat. Dementsprechend wartet man immer bis zum Gegnerzug tatsächlich. Also nicht immer, aber schon öfter. Vor allem bei diesen proaktiven Surgical. Dann war ein Bowmaster auf der Hand, eine Shelly war auf der Hand. Oh, Beat für 2. Diesmal wurde dran gedacht. Dann Grief, Pitch Grief. Dann musst du das Binding nehmen. Sicher. Ich würde hier fast schon die Endurance nehmen. Kommt drauf an, was man hat. Ja, einer geht in den Friedhof, damit triggert der Stalker erneut End of Turn. Ja, da war schon angesagt. Der geht auf 3. Dann Draw. Weil. Ponder. Darauf müsste halt der Bowmaster kommen. Jawohl. Gibt ein Damage im Gesicht. Gibt einen hoffentlich hübschen Token. Ja, voll hübscher Token. So Original-Token. Ja, ist okay hübsch. Da ist ein Force, da ist ein Sword, da ist ein Fetchland. Man braucht das Fetchland. Man braucht auf jeden Fall das Fetchland, ja. Man könnte halt das Fetchland um drauf gehen, warten, dass er angreift, fetchen gehen, den Endurance reinflashen, blocken, den Baumeister in seinen eigenen Zug gehen und dann fehlt ja nur noch ein Land für die St. Catherine, weil viele vergessen ja, die kostet selbst ja nur 5 Mana. Das ist halt nicht viel. Also das könnte man halt machen. Hier wurde sich entschieden, jetzt das Fetchland nicht zu spielen. Oder haben wir einen Landdrop verpasst? Ich bin jetzt gerade auch nicht sicher, aber ich glaube, der hat gerade einfach den Landtop gemisst. Ja, ich glaube auch. Ja, da ist ordentlich Damage. Das sind 6 Damage. Das knallt richtig. Und da ohne Shelly. Und das macht nochmal den Sack zu. Das müsste den Sack zumachen. Das sind 2 Schaden. Ja, gibt man noch 4. Dann kann man fetchen. Dann kann man... Gibt man auf 3. Boah. Ja, und dann nimmt man die Shelly raus. Und dann gewinnt der Stalactite Stalker. Weil man dran gedacht hat. Weil man dran gedacht hat. Das ist komplett korrekt. Das ist halt schon anders. Ja, da wird noch gefetcht. Und ja, das ist um. Was soll passieren? Man hat noch das Endurance. Endurance kann halt nicht mehr blocken. Da kommt noch ein One Ring. Hier wird noch ein bisschen rumgespielt. Ja, das ist der Conceit. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dahin. Ciao, ciao.